Ja, hier im Simulationszentrum trainieren wir alle Akutbereiche, die der Gesundheitsverbund abbilden kann. Heute haben wir ein Training, das ein bisschen zweigeteilt ist. Es ist ein Atemwegstraining, wo wir in der Früh anfangen mit den Fertigkeiten, wo unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer trainieren können, die oberen Atemwegshilfen, also Gürteltubus, Wendeltubus und dann auch die Intubation üben können. Und am Nachmittag alle diese erlernten Fähigkeiten in einem Teamtraining umsetzen können. Das heißt, wir gehen dann in einen Aufwachraum oder in einen OP oder in eine Intensivstation und können dort trainieren, was mache ich, wenn ich nicht intubieren kann, wenn ich einen unerwartet schwierigen Atemweg habe, wie kann ich die Dinge, die ich am Vormittag dann als Fähigkeiten gelernt habe, im Team umsetzen und wie kann ich da zusammen trainieren und besser werden, damit unsere Patientinnen und Patienten sicher durch ihre Behandlung durchkommen können.